Vor einiger Zeit habe ich versucht, Glurak aus nur einem einzigen Booster zu ziehen. Dabei haben wir viele verschiedene Sets aufgemacht, aber halt jeweils nur ein einziges Pack. Damit konnten wir einen Mix aus sehr vielen verschiedenen Sets öffnen. Und heute probieren wir dasselbe nochmal, aber mit Mewtwo und Mew. Wir werden heute ein Booster von 11 verschiedenen Sets öffnen, um zu schauen, ob wir Mewtwo oder Mew ziehen können. Wir fangen mit den schwächeren Mewtwo und Mews an, aber steigern uns dann von Set zu Set. Nicht nur mit den Mewtwo und Mews, sondern auch mit den Sets an sich. Wir werden gegen Ende auf jeden Fall ein paar Banger öffnen. Also lasst uns keine weitere Zeit verlieren und lasst uns direkt loslegen. Aber fangen wir ganz entspannt an mit Brilliant Stars. Hier gibt es lediglich das Non-Holo Mewtwo zu ziehen. Naja, selbst wenn wir kein Mewtwo oder Mew ziehen sollten, hoffentlich ziehen wir überhaupt irgendwas. Das wäre schon ganz nett. Hier ist auf jeden Fall der Code für Brilliant Stars. Machen natürlich den Kartentrick. Wir haben ja nur 11 Packs. Dafür, wie gesagt, kommen gegen Ende richtige Banger-Packs auf jeden Fall. Fangen wir mit einer Kampfenergie. Kaffee Master. Theoretisch haben wir sogar zwei Chancen auf Mewtwo, weil es ja natürlich auch eine Reverse Rare sein kann. Also, Brilliant Stars. Schon. Oh! Kneiß, Alter! Mimikyu, VMAX Trainergalerie. Das ist eine der besten Trainergalerien aus dem Set, glaube ich. Die ist wunderschön. Ich liebe diese Karte. Ich habe die zwar schon gezogen. Mir fehlen nur noch zwei Trainergalerien aus dem Set. Aber I take it. Endlich mal wieder ein geiler Hit. Ausstrahlende Sterne. Und ein Morphem. Leider kein Mewtwo. Aber wir nehmen auf jeden Fall das Mimikyu VMAX. Als nächstes haben wir Darkness Ablaze. Kein allzu gutes Set, aber hier gibt es eine Mew V drin. Code falsch rum. Ist auf jeden Fall deutlich seltener als die Mewtwo Non-Holo, weil es halt eine Ultra Rare ist. Das ist natürlich klar, weil die Rare kann man ja sowohl auf dem Rare-Slot ziehen, als auch auf dem Reverse-Slot. Deswegen ja, wir kommen auf jeden Fall jetzt schon mal in die seltene Kategorie. Es gibt nicht viele Non-Holo Mew und Mewtwos tatsächlich. So, aber können wir aus Darkness Ablaze Mew ziehen? Wir haben Klink und auf dem Rare-Slot haben wir einen Galaflampivian. Nice, das ist mein Lieblings-Pokémon tatsächlich, gemeinsam mit Lumanda. Also ganz ehrlich, schlecht finde ich das jetzt nicht. Weiter geht's mit Lost Origin. Hier können wir das goldene Mew VMAX aus der Trainergalerie ziehen. Hier ist der Code. Mal gucken. Das Mew VMAX, es ist relativ selten, aber man kann es definitiv ziehen. Leider gibt es ja kein Mewtwo im Set. Also wie gesagt, Mew gibt es auf jeden Fall. Wir haben aber hier einen Gastrodon, Fentina. Vielleicht kriegen wir auch irgendwas anderes aus dem Set. Ich nehme alles. Verlorene Ursprung ist ein sehr geiles Set. Rockruff. Wir haben ein Seedra Reverse. Also leider kein Mew. Und auf dem Restlord nicht Suizo Rock V. Ist vollkommen in Ordnung. Als nächstes machen wir das neueste Set auf. 151. Hier gibt es drei verschiedene Mew-Karten und noch das Mewtwo. Ich finde es ein bisschen schade, dass alle seltenen, also diese super seltenen Mewtwo und Mews weg sind. Also die Illustration Rare Mewtwo und die Special Illustration Rare Mew. Das sind ja Promokarten in der Ultra Premium Kollektion. Aber so kann man die wenigstens günstiger bekommen. Ja, wir haben Mauzi. Execute. Aber ich würde auch gerne irgendwann mal was, zumindest irgendwas aus diesem Set ziehen, weil irgendwie gönnt mir 151 gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht ändert sich das jetzt. Wir haben Caterpie Reverse. Gastly, immer noch keine Illustration Rare. Und ein Kabutops Non-Holo. Kein Mewtwo oder Mew. Aber eine Holo-Elektro-Energie. We take it. Bisher läuft das wirklich erstaunlich gut mit den Puls. Wir haben auf jeden Fall Pokémon Go als nächstes am Start. Kein allzu beliebtes Set, auch nicht so groß und auch nicht so mega gut. Aber wenn das Set eines hat, dann sind es Mewtwos. Gut. Ich muss aber sagen, tatsächlich in letzter Zeit habe ich wieder mehr eine Luckstreak. Seit dieser Glurak-Box ziehe ich tatsächlich auch wieder ein bisschen besser. Sieht man auch in den Random Pack Openings, glaube ich. So, Elektroenergie. Fokus, bitte. Der Fokus ist am Start. Sieht, freut mich auf jeden Fall, dass mein Luck endlich wieder ein bisschen besser ist. Ich glaube, ich habe eine Karte geskippt. Aber gut. Können wir was aus Pokémon Go ziehen? Numel. Lunarstein Reverse. Keine Radiant. Haben wir was auf dem Rare Slot? Wir haben ein Melmetal VMAX. Das absolute Meme, was man gefühlt immer zieht. Aber ey, wir ziehen echt viele Hits. Kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsset aller Zeiten. Gemeinsam mit Welten im Wandel. Zenith der Könige. Was soll ich sagen? Das Set ist der Wahnsinn. Die Hitrate ist krass, die Artworks sind krass, das Mewtwo ist extrem krass in dem Set und auch das Mew ist echt mega schön und süß. Der Code, mal gucken, Zenith der Könige. Zenith der Könige ist irgendwie wirklich so, entweder man hat so 300 Hits hintereinander und dann gibt es so Phasen, da zieht man irgendwie ein paar Packs hintereinander nichts, aber im Schnitt zieht man schon extrem gut. Komm schon, Fokus. Fokus ist am Start. So,
Manchmal vielleicht die Kamera ein bisschen Probleme mit dem Fokus. Aber das soll uns ja nicht hindern, ein paar Packs zu cracken. Wir haben Galapantimos, Sonnenkern, Smogon. Komm schon, gib uns was auf dem Reverse Lord. Eine Galagalerie? Europe, okay, ist fein. Und leider nichts aus Zenit. Ironisch, dass wir bisher aus Zenit der Könige am schlechtesten gezogen haben, obwohl das Set mit der besten Hitrate ist. Ganz kurze Unterbrechung. Falls euch dieses Video gefällt, dann gebt gerne einen Daumen hoch, damit ich halt sehe, dass euch diese Serie gefällt und ich das vielleicht mit anderen Pokémon machen soll. Falls ihr Vorschläge habt, mit welchem Pokémon ich das machen soll, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein. Weiter geht's mit dem nächsten Pack. Aber kommen wir weiter zu Celebration. Hier gibt es natürlich das goldene Mew, das Mew EX und das Mewtwo, Mewtwo EX, ja, das Mewtwo EX. Es sind nur 4 Karten drin. Der Haupthit ist auf dem 3. Slot. Also mal gucken, wir haben ja einen Cosmog, Palkia und jetzt kommt eigentlich schon der Hit. Komm schon. Ein Ho-Oh-Holo, leider nichts da, aber wir können auch das goldene Mew potenziell ziehen. Ein fliegendes Pikachu V. Ist besser als nichts. Noch kein Mewtwo oder Mew am Start, aber echt solide Hits. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Fusionsangriff. Fusionsangriff natürlich jetzt keins der seltensten Sets oder sonst irgendwas. Fusionsangriff ist relativ häufig am Start, aber man muss halt einfach sagen, Fusionsangriff hat mit die heftigsten Mew-Karten vielleicht aller Zeiten. Ich meine, die sind 2 Altart Mews, eine Rainbow Mew, eine Full Art Mew. Hier ist ja alles mit Mew am Start. Mal gucken, ob wir auch eins liegen können. Keine Mewtwo in dem Set, nur Mew. Aber dafür auch krasse Mews. Komm schon. Lass uns was Gutes ziehen. Fusionsangriff auch ein Set, was mir nicht häufig gönnt. Aber vielleicht ist heute Tag gekommen. Arcani Non-Holo. Fusionsangriff und ich, wir sind einfach komplette Feinde. So, Leute. Wir sind bei Pack Nummer 9 angekommen. Und jetzt kommen ein paar richtige Banger-Packs. Wir haben Verborgenes Schicksal aus 2019. Dieses Pack kostet 14 Euro einzeln? Und sagen wir so, ich besitze diese Booster nicht allzu lang. Ja, es ist ein bisschen Geld geflossen auf jeden Fall für dieses Video. Aber nichtsdestotrotz, es ist mir auf jeden Fall wert, der Code. Verborgenes Schicksal, ein wahnsinn gutes Set mit sehr vielen Shinies. Wobei ich sagen muss, ich mag die Baby-Shinies persönlich sogar mehr als die Full-Art-Shinies. Weil die eigene Artworks haben. Hier gibt es natürlich das Full-Art-Shiny-Mewtwo. Und ich glaube, ein Non-Holo-Mew gibt es hier auch. So, wir haben Kogas Falle, Voltoball, Pikachu, immer eine coole Karte zu ziehen, Omeluf, Rettern, Smogon, Virus letzter Widerstand, leider keine Shiny, aber wir können ja noch was anderes haben, ein Knuddeluf GX, nimmt man auf jeden Fall mit, ist kein kompletter Bruch, ich bin echt baff, wie viele Hits wir heute ziehen. Ist mein Luck endlich am Start? Hoffentlich geht das mit den Hits so weiter, denn jetzt kommt wieder ein Wahnsinnsset. Und der Gleichgesinnten. Hier können wir natürlich das Tag Team Mewtwo und Mew ziehen. Ein besseres Pack für dieses Video gibt es nicht. Wahnsinnig gutes Set, wahnsinnig gute Puls. Teures Pack mal wieder, aber es ist egal. Für dieses Video mache ich es gerne. Und ich habe dieses Set tatsächlich, das ist glaube ich das zweite Pack, was ich von bunter Gleichgesinnten jemals aufmache. Das erste war tatsächlich in einem Random Pack Opening, meine Daily Short Serie. Könnt ihr gerne reinschauen, wenn ihr Bock habt. Aber ja, können wir hier etwas ziehen? Bunt der Gleichgesinnten. Wir haben eine Pflanzenenergie. Typ 0. Pokémaniac. Lapras. Magma. Komm schon. Eine Tag Team wäre so schön. Einfach ein Hit aus diesem Set. Wir haben Navitaub Reverse. Haben wir etwas auf dem Rare Slot? Ein Frostegio Holo. Es ist keine Non-Holo, aber leider ist nichts Krasses. Aber das Artwork ist auf jeden Fall mega schön, ey. Holy what? Das ist ein echt geiles Frostegio. Aber das Beste kommt natürlich zum Schluss. Wir haben ein teures Pack. Wir haben schimmernde Legenden. Es hat wohl die mit beste Mewtwo-Karte aller Zeiten. Ich muss sagen, ich glaube, wenn ich mich auf die beste Mewtwo-Karte einigen müsste, ich glaube, dann ist es die Mewtwo aus dem Testglas oder wie auch immer man das nennt. Die Karte ist bombastisch. Aber auch das schimmernde Mew können wir hier ziehen. Das Pack ist offen. Okay, ich bin gespannt. Hoffentlich können wir irgendwas aus schimmernde Legenden ziehen. Tatsächlich habe ich sogar vor, wann ist das denn rausgekommen? 6 Jahren? Ach du Heilige, ist das lange her. Tatsächlich habe ich schon mal schimmernde Legenden geöffnet. Ich glaube, eine Box davon hatte ich damals, als Jugendlicher noch. Aber ja, oh, Feenenergien. Damals gab es ja noch Feenenergien. Das ist ja auch, auch eine Sache, die es einfach nicht mehr gibt. Aber gut, wir haben eine Feenenergie. Ist auf jeden Fall cool zu sehen. Aber gucken, ich will einfach jetzt was Schönes aus schimmernde Legenden ziehen. Am besten natürlich Mewtwo oder ein Mew.
Wäre natürlich schön. Ah, diese. Es ist einfach ein Nostalgie-Feeling, diese Karten zu sehen für mich. Weil das waren halt so Packs aus meiner Jugend. Und die jetzt nochmal öffnen zu können, ist auch einfach nice. Wir haben Bisaknosp, Knilz, Kanimani. Wir haben ein Flunschlick Reverse. Haben wir etwas auf dem Rare-Slot? Ein Palkia Holo. Holos sind im Set garantiert. Leider nichts aus Schimmernde Legenden. Leider haben wir es nicht geschafft, Mewtwo oder Mew zu ziehen. Aber es war trotzdem ein sehr erfolgreiches Opening, würde ich sagen. Wir haben echt ein paar solide Hits gehabt. Falls ihr diese One-Pack-Challenge mit anderen Pokémon sehen möchtet, dann schreibt das gerne in die Kommentare rein, mit welchem ich es machen soll. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao.